Ich glaube, ich bin zu tollpatschig dafür. Ich mache euch doch nur Ärger. Ach was, dir fehlt nur ein bisschen Übung. Ach, hallo, da seid ihr ja. Wir haben heute einen neuen Wichtel bekommen, der ein bisschen tollpatschig ist. Wollt ihr wissen, was alles passiert? Dann bleibt dran. Ach, habt ihr uns eigentlich schon abonniert? Das solltet ihr nicht vergessen, denn wir haben die schönen Geschichten für Große und Kleine. Also, bis gleich. Alle mal herkommen! Was ist denn? Wir haben einen neuen Wichtel. Das hier ist Hansi. Hallo Hansi! Er wird uns ab sofort unterstützen. Das ist gut, wir könnten jede Hilfe gebrauchen. Dann alle los auf ihre Plätze, wir müssen uns ranhalten. Und was kann ich machen? Du? Du könntest mal den Weihnachtsmann aufwecken. Jetzt schon, aber es dauert doch noch bis Weihnachten. Ja, aber der Weihnachtsmann ist so ein Morgenmuffel, den wecken wir lieber frühzeitig auf, damit er sich noch ausmuffeln kann und pünktlich zum Weihnachtsfest wieder gute Laune hat. Sein Haus ist gleich da drüben. Okay, dann gehe ich hin und wecke ihn. Bis gleich! Hier sind aber zwei Häuser. Welches ist denn nur das Richtige? Ach, bestimmt das hier. Ich klopfe mal an. Was ist denn los? Wer stört denn so früh? Und wieso liegt hier Schnee? Wer ist denn da an der Tür? Ihr spinnt wohl und jetzt schon zu wecken. Oh, oh, das war wohl die falsche Tür. Unverschämtheit. So. Ich gehe jetzt wieder schlafen. Oh je, war der Osterhase sehr sauer? Nun, ja, aber ist nicht so schlimm. Das hätte ja jedem passieren können. Soll ich jetzt an den anderen Haus klopfen und den Weihnachtsmann zuwecken? Nein, das mache ich lieber. Du kannst mal zu den Wichteln in der Spielzeugwerkstatt gehen. Da kannst du sicherlich helfen. Das geht ganz einfach. Man nimmt was von dieser Zauberknete hier und dann macht man schwupp ein Teddy daraus. Das sieht ja total einfach aus. Ist es ja auch. Probier du doch mal. Wie war das? Zauberknete, schwupp und? Wie ein Teddy sieht es aber nicht aus. Sieht ehrlich so ein bisschen aus wie ein Rentierhaufen. Und, wie läuft es? Irgendwie gar nicht so gut. Ich kriege das mit den Teddys nicht richtig hin. Na, ich sehe schon, das scheint auch nicht so das Richtige für dich zu sein. Na, komm mal mit, ich weiß was. Da sind ja die Rentiere. Toll! Welcher von denen ist denn Rudolf? Hatschi! Gesundheit! Rudolf weckt gerade den Weihnachtsmann. So. Gesundheit, ho ho ho. Was muss ich hören? Jemand hat den Osterhasen geweckt? Ja, das war ein unglückliches Versehen. Hatsch, das war ich. Das tut mir sehr leid. Gesundheit, Junge. Du hast doch nicht hoffentlich eine Erkältung? Hatschi, ich glaube nur, dass das meine Allergie ist. Deine Allergie? Welche Allergie? Na, ich bin gegen Tierhaare allergisch. Können wir jetzt wieder reingehen? Ach, herrje. Und ich dachte, hier hätte ich die perfekte Aufgabe für dich gefunden. Du solltest dich um die Rentiere kümmern. Würde ich sehr gerne machen. Ich sehe schon, das macht keinen Sinn. Habt ihr nicht eine andere Aufgabe für den jungen Wichtel? Wir haben schon einiges probiert. Na, dann soll er mithelfen, die Wunschzettel zu sortieren. Oh ja, sehr gerne. Ja, ich glaube, hier, das ist das Richtige für dich. Hier kann nichts schief gehen. Alles klar, was soll ich denn machen? Da hinten
auf den Tisch sind ganz viele leere Briefumschläge. Die kannst du gleich in die Papiertonne werfen. Aber vorher führe ich dich noch ein bisschen rum und zeig dir alles. In Ordnung, das kriege ich hin. Hier kommt ein neuer Schwung. Wunschzettel. Nanu, keiner da? Ach, da sind ja nur leere Briefumschläge. Dann lege ich die neuen Wunschzettel hier hin und bringe die leeren Briefumschläge in den Papiermüll. Nochmal vielen Dank, dass du mich rumgeführt hast. Jetzt kapiere ich alles ein bisschen besser. Ist doch Ehrensache. Dann bringe ich jetzt die Umschläge zur Papiertonne. Und hinein damit. Wo sind denn die neuen Wunschzettel hin, die ich eben hier abgelegt habe? Da waren doch nur leere Briefumschläge. Nee, die hatte ich in den Müll geworfen und neue da abgelegt. Oh nein! Hansi! Schnell, wir müssen zum Papiermüll. Die Tonne, die hat die Müllabfuhr gerade geleert. Da hinten fahren sie. Oh nein, was machen wir jetzt? Da sind frische Wunschzettel drin. Oh nein, das wollte ich nicht. Oh je, nicht, dass jetzt manche Kinder gar nichts bekommen. Moment, ich rufe mal bei der Müllabfuhr an, damit die umdrehen. War es das jetzt? Ja, vielen Dank. Dann rufen Sie an, wenn wir wieder vorbeikommen sollen, um den Rest abzuholen. Machen wir. Na toll, jetzt müssen wir das alles einzeln und per Hand sortieren, was Müll ist und was die Wunschzettel sind. Na, das hätte schlimmer kommen können. Ach ja, wie denn? Na, es ist ja nur Papiermüll und kein Biomüll mit Abfallresten. Nanu, Hansi, bist du etwa traurig? Ja, irgendwie schon. Aber warum denn? Ich bekomme nichts richtig hin. Ich bin zu tollpatschig. Ich bin euch niemals eine Hilfe. Ach, sag sowas nicht. Du hattest nur ein bisschen Pech. Und eigentlich konntest du auch nichts dafür. Ich glaube, ich habe die richtige Beschäftigung für dich. Meinst du etwa? Ja, genau das meine ich. Was ist es denn? Spielzeugtester. Spielzeugtester? Ja, genau. Irgendjemand muss das ganze Spielzeug ja testen, bevor wir es an die Kinder austeilen. Und was muss man da machen? Spielen. Mit dem Spielzeug. Und zwar den ganzen Tag lang. Oh, das kann ich. Danke, ich hab euch lieb. Wir dich auch. Ach, hallo, da seid ihr ja noch. Wir haben euch etwas Tolles zu verkünden. Ab sofort machen wir für euch 2 Filme pro Woche. Also vergesst nicht, ab sofort immer dienstags und freitags um 15.30 Uhr auf unserem Kanal vorbeizuschauen. Und wenn euch das Video hier gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich sehr über einen Daumen nach oben. Also, bis ganz bald.